Hallöchen YouTube und willkommen zu einer neuen schönen Folge von diesem tollen Spiel. Supermarkt Simulator heißt das. In Englisch, we call it Supermarket Simulator. das ist so ein Praktikant eigentlich, ja, obwohl der verdient so viel für einen Praktikanten. Aber von der Laufgeschwindigkeit her, ja, eindeutig. Deswegen brauche ich dringendst neue Lagerkapazitäten und natürlich neue Mitarbeiter. Weil die alten sind einfach, naja. Aber der ist gut, der Mann. Der ist wirklich gut. Der ist loyal. Der macht seinen Job. Der fragt nicht, der geht nicht mal kacken. Nee, der ist wirklich klasse. So, jetzt kommt der Erste. Kommen Sie rein. Jawohl. Schönen guten Morgen. Morgen habe ich gesagt. Mann. Was fehlt denn jetzt hier? Ach, Kaffee und Tee. Okay. Ja, kaufen Sie. Der ist echt nur am Buckeln, der arme Kerl, hä? Kann man denen irgendwie mehr Geschwindigkeit geben? Dass der hier quasi wie Flash der Blitz durch die Gegend flitzt. Das wäre klasse. Das wäre gut. Aber er ist ein ordentlicher, ne? Er räumt immer alles weg. Der ist nett. So, wir gucken mal, was wir noch nachbestellen müssen. Auf jeden Fall die Dinger. Da haben wir noch genug. Ja, er ist einfach langsam. Ich brauche gar nicht bestellen. Er schafft es nur nicht. Oh, der braucht unbedingt noch einen Kumpel. Aber das dauert alles noch ein bisschen. So, dann nehmen wir. Da können wir noch was mitnehmen. Käse. Wir haben noch 9 Packungen Käse. Milch hatten wir doch auch noch, ne? Ja, 19. Ja, zack. Naja, der kriegt das schon hin. Ich meine, der ist noch jung. Das ist noch ein junger Padawan. Sehr schön. So, was haben wir hier? Öl. Einmal Öl kann ich ja eigentlich wegmachen. Das reicht ja eigentlich auch. Na, also hier, Komplimente, weißt du, nicht geschimpft ist Kompliment genug. Ja, leider sind im Moment alle Stellen besetzt. Das tut mir sehr leid. Ich kann also keine neuen Mitarbeiter einstellen. Was haben wir denn hier noch? Cola. Einer kauft die Cola. Eine Flasche Cola. Mann, Leute, kauft doch bitte die Cola. Ihr könnt auch aus der Kiste nehmen. Das ist mir egal. Ah. Ein bisschen flotter, mein Herr, ein bisschen flotter. Ah, Elon Musk ist auch wieder da. Ah, steht der Tesla hier draußen? Der Cybertruck? Nee, nicht. Okay. Oh, schau sie dir an. Der Orangensaft ist zu teuer für mich. Ach so, apropos teuer. Haben wir denn irgendwelche Preisänderungen? Check ich ja nie. Da bin ich eindeutig... Nö, ne? Nö. Oh, die können sogar seitlich laufen. Oh, jetzt gibt's Kohle. Cool. Jawohl. Die Euros in die Hand. Ja, ich brauche echt bald eine zweite Kasse. Dring. So, 1297. Da könnte ich doch eigentlich mal... Warte mal. Ich brauche auf jeden Fall noch diese Regale. Ich nehme mal noch 3 von denen. So. Ups, Spray. Meinst du? Ja, könnte man probieren. Definitiv. So, das nächste Regal. Kommt dahin. So. Aber kriegt man das hier hin noch? Nein, natürlich nicht. Dann kommst du eben dahin. So, und eins haben wir noch. Jawohl. So, da könnten wir ja dann... So. Ja gut, könnte ich denn jetzt hier mal ein bisschen was ordnen? Getränke. Wir könnten die Getränke extra machen. Mal schauen. So. Da sind die anderen Getränke. So, dann lösche ich die beiden. Dann haben wir hier die Cola. Rein damit. Löschen. Das da rein. Löschen. Haben wir noch Getränke hier?
Hier haben wir, das ist ein bisschen hier, das da. Zack. Zack. So. Dann haben wir hier keine... Na ja, gut, der Orangensaft, ist das, zählt das? Nee, das zählt nicht als Getränk. Hier haben wir später auch noch übrigens, ne? Wasser. Wasser, rein damit. Hey, geh doch mal aus dem Weg. Praktikant. So, und jetzt könnten wir doch irgendwie mal so ein frische Regal machen, ne? Frische Produkte. Zack. Milch. Machen wir mal dahin. So, dann Eier. Wir haben Eier so gerne. So. Dann haben wir noch was Frisches. Noch mehr Milch. Danke. Da haben wir echt so viel Milch. Okay, da habe ich zweimal Milch. Das ist ja blöd. Das ist blöd. So, wo haben wir denn jetzt die andere Packung? Da. Das kann weg. So. Dann brauchen wir Kuchen und Kekse, machen wir als nächstes. Dahin. Dahin. So, Kuchen, Kekse, Krimskrams. Ja. So. Dann haben wir, hatten doch hier drüben noch, nee, das waren ja jetzt Getränke. Kuchen, da. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Hier, Kuchen. Süßes. Ein bisschen Süßes. Schokolade. Feinste Schokolade. Rein damit. So. Okay. Dann haben wir doch schon mal ein bisschen Ordnung reingebracht. Zumindest ein bisschen. So, da haben wir Brot, Nudeln. Das Olivenöl schmeißen wir mal da rein. Mehl da rein. Kaffee, Öl. Dann nehmen wir das auch mal mit hier rein. Nein, du sollst es zumachen. So. Das Öl gehört natürlich auch nicht hier rein. Olivenöl. Salz. Naja, obwohl, das könnte man eigentlich da drin lassen. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch so ein Zeug. Das können wir da oben reinschmeißen. Guck mal her. Zack. So. Die Chockbox, Pixbox, Box. Die können wir doch auch mit hier drüben reinschmeißen. Da machen wir die weg. So. Susu. Das Susu kriegen wir hier auch noch mit rein. Das ist so ein Süßkramlager, ne? Weg damit. So, dann haben wir hier noch Reis. Reis und Saft. Reis kann da drüben hin. Dahin. So. Weggemacht. Und den Saft haben wir auch noch. Saft und Joghurt. Warte mal, wir hatten doch irgendwo ein frisches Regal. Jawohl. Da rein. Und da rein. Joghurt weg. So. Sehr gut. Ne? Siehst du mal, da haben wir hier Getränke. Wunderbar. Pass auf, da können wir doch den Saft jetzt auch noch mit da reinschmeißen und dann ist alles gut. So, weg damit. So. Sehr gut. Da hauen wir dann die Spaghettis noch mit darüber. Schon haben wir einen Haufen Platz. Wunderbar. Ach, ist das schön. Herrlich. Oh, auffüllen. So. Und die Milch müssen wir auch noch auffüllen. Sehr gut. So. Boah, hier ist doch schon wieder alles leer. So, sag mal. War ja schon der letzte Kunde. Sehr gut. Zack, durch. Oh, 1747. Ach, wie schön. So, jetzt renne mal hin. Und wenn du fertig bist, können wir ja nochmal nachbestellen. Alter Schwede, was ist denn jetzt? Bist du wahnsinnig? Boah. Bist du wahnsinnig? Ares? Ares. Dankeschön, Ares. Wenn das dein Ernst war, wirklich. Das wie ups.
war das jetzt? Ares. Wow. Einfach nur wow. Dankeschön. Du bist echt irre. Danke, 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 danke. 25 Millionen Mal Dankeschön. Oh, Leute. So, Dankeschön, Ares. Buh. Ah. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten, weißt du? Dankeschön. Boah, du bist ja verrückt. Vielen, 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 vielen Dank. Jetzt bin ich gleich erstmal verwirrt. Wirklich vielen, vielen Dank, ehrlich. Ah. Danke, 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 danke. Ah, schön. Aber verrückt bist schon. Ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Hat er mich aus dem Konzept gebracht. Ah, sehr schön. Dankeschön. Dani, von hinten auch nochmal. Dankeschön, Dankeschön. Ah, ihr seid alle verrückt. Ah. Oh, Mensch. Ach, jetzt läuft mir gleich die Nase. Ach, toll. Ah, ich liebe euch. So, jetzt weiß ich nicht mehr. Ist der Laden eigentlich offen? Der ist gar nicht offen. Weißt du, warum er nicht offen ist? Weil Kunibert hier nicht, also, weißt du? Was brauchen wir denn hier? Nudeln, warte mal, wir hatten doch... Nee, Spaghettis, warte mal, Spaghettis. Tatsächlich alle schon verkauft. Oh. Ah. Spaghettis, wo sind denn die jetzt gewesen? Verdammte Axt nochmal. Die waren alle. Ah. Komm, schnell kaufen. Okay, das auch. Sehr gut. Ah. Junge, 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 Junge. Okay. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz nachdenken hier. Das nehmen wir noch zweimal. Das nehmen wir noch zweimal. Kein blaues Mehl mehr. Ah, heje, heje. Ach, ihr Verrückten. So. Sehr gut. Haben wir doch fast das Lager wieder voll. Junge, 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 Junge. So, mein Freund, wie sieht's denn aus? Ist doch offen. Nee, ist noch nicht offen. Warum ist noch nicht offen? Weil hier noch was fehlt. Rotes Mehl. Ach, Mensch. Danke, Walli. Danke, oder Welli. Welli oder Walli? Dankeschön. Ihr rauscht ja bald der Hype-Train los, wenn das weiter so geht. Vielen, vielen Dank auch dir. Es ist irre. Ah, Wahnsinn, Leute. Was ist denn heute? Ich freue mich so sehr. Junge, Junge, Junge. Ah, schön. Jetzt bin ich schon wieder aus dem Konzept gebracht, Leute. Ihr wollt mich heute hier fertig machen, oder? Kann das sein? Ah, und ihr seid alle in der Folge mit drin, ob ihr wollt oder nicht, ne? Ihr seid hier alle mit drin. So, jetzt, wo war ich jetzt nochmal stehen geblieben? Er rennt doch mal los. Warte mal, ich konnte noch nicht aufmachen. Genau, das war das Ding. Ah, schön. Dankeschön. Ja, einmal ist immer das erste Mal, oder? Danke nochmal. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken, Leute, ehrlich. Das ist ein Ritterschlag für einen Streamer, ganz ehrlich. Für so einen kleinen zumindest, ne? So, kann ich jetzt schon aufmachen? Oder kann ich nicht aufmachen? Ne, ich kann immer noch nicht aufmachen. Mensch, Junge, mach doch mal hin. Ich würde so gern noch einen einstellen, aber ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht. Wartet mal, hier, passt mal auf. Einstellen. Siehst du? Immer noch 22. Ich habe Lager. Gekaufte Regale habe ich genug. Aber Level 22. Ne, pass auf, wir machen jetzt trotzdem auf, dass hier nebenbei ein bisschen Geld reinkommt. Ah. Und Subs sind heute genug reingekommen. Aber Leute. Sag mal. Ah. Ach Mensch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Noch jetzt schon 50 Mal Dankeschön, Mensch. Vielen, vielen Dank. Und der Hype-Train geht los. Ne? Das bringt dich jetzt hier ja.
Oh. Ja, auch von mir. Danke, danke, danke für eure Unterstützung. Ihr seid der absolute Wahnsinn, ehrlich. Ganz besonders du, Ares, und Wally natürlich auch heute. Und natürlich des Öfteren auch Schelle, ne? Den dürfen wir jetzt hier nicht vergessen, ne? Das ist auch ein ganz lieber Kerl. Ah, schön, Leute. Jetzt, ihr, es ist, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen wollte. Ich flippe hier gerade aus, Leute, ehrlich. Ah. Ah, so schön, ehrlich. Ja, aber du bist jetzt auch Legende geworden, ne? Das weißt du. Also für deine erste Bombe kriegst du natürlich auch einen VIP-Status auf dem Kanal hier, ne? Wer so früh hier schon den Kanal unterstützt, der kriegt selbstverständlich auch hier einen VIP-Status im Kanal. Den muss ich aber nach dem Stream dann erst machen. Ach, Leute. Ricolai. Ricolai. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Leute. Ach, schon wieder Ares. Die Leute im Hintergrund, weißt du, die wissen gar nicht, was ist denn jetzt los, weißt du? Ja, ach, Leute. Nochmal Dankeschön. Da gibt's von mir ein Küsschen. Gibt's von Dani auch ein Küsschen, weißt du? Ja, wie gesagt, ich mache dich dann zum VIP hier. Das nützt ja alles nichts, weißt du. Seid echt irre. Habe ich bei Schelle auch schon so gemacht. Und wer so, wie gesagt, so zeitig den Kanal unterstützt, der ist einfach. Der hat es nicht anders verdient, hier VIP zu werden. Verstehst du? So sieht's doch aus. So, Leute. Wie kriegen wir das jetzt hin? Ja. Genau. Ich brauche Käse. Leute, ich brauche Käse. Das ist doch alles ein Käse hier. Ah, ich bin jetzt hier. Was brauchen wir denn jetzt? Erstmal ganz dringend, dass uns die Leute jetzt hier nicht abhauen. Ich habe noch ein bisschen was drin im Lager. Sehr gut, 1561. Opa, Kuchen ist zu teuer für dich. Wieso ist der Kuchen zu teuer? Wie sie es ist doch... Nein, es ist nicht zu teuer. Ist doch alles gut, Leute. Ah, Joghurt ist dir zu teuer. Was soll ich denn machen? Wo ist denn der Joghurt? Hier. 50 Cent, also jetzt komm. Oh, jetzt habe ich mir irgendwas verdrückt hier. Ich krieg das. Achso, okay. Ah. Dankeschön, nee, trotzdem. Nein. Aris, das habe ich damals schon gesagt, als ich den Kanal gestartet habe. Wenn einer am Anfang so den Kanal unterstützt, der kriegt selbstverständlich VIP. Das ist ganz klar. Es ist halt, ihr habt es ja vielleicht gemerkt, ich habe ja Werbung ausgeschaltet auf dem Kanal. Vor dem Stream, also ihr habt keine Werbung gesehen. Und selbst wenn ich dann mal wieder Werbung aktiviere, sind die ganzen VIPs und Abonnenten und Subber, die sind natürlich von der Werbung befreit, ist ganz klar. Ach, Leute. So, trotzdem, jetzt muss ich nochmal nachdenken, ganz kurz. Lass mich ganz kurz nachdenken. Ich denke, also bin ich. Toastbrot. Das ist leer. Ey, was ist denn hier los? Auch die Kunden im Laden drehen völlig durch. Eis. Warte mal. Olivenöl hatte ich drauf. So, pass auf. Dann aber jetzt los. Produkte. Kaufen. Sehr gut. So. Der arme Kerl, der tut mir ein bisschen leid. Der rennt hier rum wie ein Wahnsinniger. Und wir kaufen eine neue Lizenz. Los, zur Feier des Tages wird jetzt hier Geld auf den Kopf gekloppt. Und zwar. Moment. Verwaltung. Lizenzen. Wir kaufen jetzt Bleichmittel, Reiniger, Geschirrspüler, Handseife, Shampoo und Toilettenpapier. Und los geht's. Oh, schön, oder? Jetzt müssen wir halt gucken, wo wir das Zeug hinschmeißen. Wir haben ja ein komplettes Regal frei. Genau. Superstar Innsbruck 77, grüß dich, chatte zum ersten Mal. Sei willkommen bei den Irren. So, pass auf, Produkte. Jetzt gehen wir hier runter. Also, Bleichmittel, Reiniger, Tapsis, Klopapier. Oh. Shampoo und Handseife. Leute, wir sind jetzt so gepflegt. Ist der Haufen. Tada! Handseife fürs Handmännchen. Nee. So, warte. Was haben wir hier? Was ist denn das? Shampoo? Dankeschön. Machen wir Licht an, genau. Da. Oh ja, das ist wichtig. Das ist echt wirklich wichtig. Klopapier.
Stellt euch vor, es ist Weltuntergang und keiner hat Klopapier. Leute, was ist denn dann los? Dann ist wirklich was los. So, pass auf, hier haben wir noch Reiniger. Jawohl. Und was ist das? Saya Pfeffel. Wer kennt es nicht? Saya Pfeffel. Zack, rein damit. So, ich würde sagen, dann könnten wir es eigentlich schon einräumen, sobald die letzten Kunden aus dem Laden sind. Bestelle ich alles nochmal nach. So. So und so. Schauen wir mal, das müsste eigentlich alles auf der nicht auf der Straße landen. Doch hier. Klopapier. Das braucht doch so unglaublich viel Platz. Oh, halt, da war doch noch was. Und das ist das, okay. Kannst noch nicht einräumen, weil sonst nehmen die mir das mit und bezahlen nichts dafür. Das ist nicht gut. So. So, sehr schön. Okay. Wir haben es 8.19 Uhr. Ja, pass auf, dann laden wir es schon mal ein. Ah. Schließ einfach die Kunden mit ein, vielleicht kaufen sie dann auch mehr. Meinst du? Ja, vor allen Dingen erstmal, ich glaube erstmal hier Lebensmittel, ne, damit die nicht verhungern. Oh, pass auf, oh, jetzt ganz schnell. 15, ach du Scheibenkleister. Das kostet $16? Das muss aber sehr flauschiges Klopapier sein. $16. Oh, ist ja Wahnsinn. Und das hier? Dann werde ich hier unten das reinpacken. War's schon? Okay, was kostet sowas? Ja, dann machen wir für... Nein, geh weg, ich hab's noch nicht. Oh. Ich kann sie leider nicht einsperren. Das geht leider nicht. Außerdem habe ich eine No-Doors-Mod laufen. Also ich habe nicht mal Türen. Konnte Kaya-Shampoo nicht finden. Ich habe es da noch gar nicht reingeräumt. Was ist denn mit den Leuten? Kaya-Shampoo. Das hier. Das wollen die haben. Ja, das geht leider nicht. Nee, also einsperren geht auch so nicht. Dann machen wir das Shampoo. Machen wir mal hier unten hin. Geh da rein. So, bitteschön. Danke. Sehr gut. Das kostet, was kostet das hier? 6,06 Euro. Da machen wir 6,50 draus. So. Zack. So, und dann hatten wir noch, was hatten wir noch? Was da? Reinigungsmittel. Okay. Reinigungsmittel, das hauen wir gleich hier oben drauf. Ähnlichkeiten sind gewollt. Mit einem gewissen Meister Propper. So. Ach, wie schön. Zack. So, die letzten Kunden sind durch. Neuer Tag, neues Glück. Oh, und ihr Lieben, wenn ihr Lust und Laune habt, hinterlasst ein Abo, ein Like und alles, was ihr sonst noch hinterlassen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten wilden Folge Supermarkt-Simulator. Bis dann. Tschüss.